Ja, ich freue mich, dass ich die erste und bislang einzige Landeshauptfrau der Steiermark bei mir begrüßen darf, Waltraud Klasnik. Schönen Vormittag. Waltraud Klasnik hat Hermann Schützenhöfer im Jahr 2000 in die Landesregierung geholt und später ist er dann ihr Nachfolger geworden. Frau Klasnik, Hermann Schützenhöfer hat die Steirische Volkspartei nach einer längeren Durststrecke im Jahr 2019 zu einem großen Wahlerfolg geführt, jetzt sozusagen am Zenit und mehr als in der Rolle des Landeshauptmannes angekommen. Diese Übergabe, ist es der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt? Es ist der richtige Zeitpunkt. Das ist die Stunde der Erinnerung, aber wir haben es auch jetzt gespürt, es ist eine Stunde des Dankes. Dankes der Abgeordneten, der Parteien, der Menschen in diesem Land, die gesehen haben, dass Hermann Schützenhöfer nicht nur da gewesen ist, sondern da ist und mit ganzem Herzen für dieses Land gearbeitet hat und es auch in Zukunft tun wird. Sie kennen auch Christopher Drexler sehr gut. Er war im Landtag in Ihrer zweiten Amtsperiode, dann auch kurz Clubobmann. Haben Sie damals in seinen jüngeren Jahren schon sozusagen einen künftigen Landeshauptmann in ihm gesehen? Er ist ein besonderes Talent und er hat eine besondere Eigenschaft. Er ist ehrlich. Mit dem Christopher kann man etwas ausmachen und dann weiß man, dass man ihm vertrauen kann, dass er sein Wort hält. Und das ist für einen Landeshauptmann ganz besonders wichtig. Christopher Drexler hat mir in einem Interview gesagt, er hat schon viele Rollen übernehmen müssen und dürfen während seiner vielen politischen Funktionen. Welche Rolle wird er denn jetzt spielen müssen, um auch an seinen, wie es Hermann Schützenhöfer formuliert hat, Beliebtheitswerten zu arbeiten? Er wird nicht spielen, sondern er wird sein. Christopher Drexler ist ein Mensch, der sich nicht verstellen kann. Der zwar sagt, ich muss in dieser Aufgabe diese und jene Frage erledigen und so beantworten, aber er hat Verantwortung und ich sage bewusst, man kann ihm vertrauen. Er hat ja selbst gesagt, er möchte nicht Landesvater sein der Steiermark, sondern ein Manager, vielleicht sogar auch ein Vorstandsvorsitzender. Jetzt haben Manager auch die Aufgabe, schlechte Nachrichten zu überbringen, gerade wohl auch in Krisenzeiten. Kann man damit Wahlen gewinnen? Man kann Wahlen gewinnen, wenn die Menschen wissen, dass sie sich verlassen können und dass es in eine gute Zukunft geht. Und die Steiermark hat eine gute Zukunft, wenn wir daran glauben und wenn wir gemeinsam dafür arbeiten. Und in diesem Sinne braucht er unsere ganze Unterstützung. Und ich bin lange bei der Partei, ich bin lange in der Steiermark, ich bin einfach hier zu Hause. Aber ich möchte auch haben, dass es meinen Urenkeln einmal gut geht und der Christopher wird einen Beitrag leisten. Herzlichen Dank, Waltraud Klasnik, und alles Gute.